Stellt euer Licht nicht unter den Scheffel. Ihr war Teil der Truppe, die Baradin bezwungen und den Geisterangriff abgewehrt hat. Rauchheim ist jetzt sicher und ihr habt mit dazu beigetragen. Aber die Leute sind immer noch nervös. Es wäre gut, wenn sie sähen, dass jemand wie ihr da ist und sich kümmert. Je schneller wir hier für Ordnung sorgen, desto früher sind die Legionen wieder einsatzbereit. Ihr könntet helfen. Ich hätte lieber Freiwillige, aber wenn Befehle nötig sind, werde ich sie erteilen. Das wird nicht nötig sein, Legionär. Ich melde mich hiermit freiwillig. So. Ebenenverwaltung. Oh. Okay, warte, hier ist alles. Ebenen von Ashford ist bereit, ihr könnt dorthin reisen, oder? Achso, das war jetzt, weil der Server voll ist und ich jetzt hier in diesem Überlauf-Server bin. So, jetzt können wir uns hier die Questbelohnung aussuchen. Entweder so ein Holzfokus für die Begleithand oder ein Kriegshorn. Dann schauen wir mal kurz, was wir da für Skills bekommen. Mit einem Fokus bekommen wir hier eine Sense, die zwischen Feinden und Verbündeten hin und her schwingt. Verursacht Verwundbarkeit bei Gegnern und Regeneration bei Verbündeten. Oder Zeichen des Schnitters fügt eurem Ziel Kühle zu und entfernt 3 Segen. Okay. Beim Kriegshorn gebt einen Schrei des Verderbens in Kegelform von euch und macht Feinde benommen. Oder verleiht euch Eile und ruft einen Heuschreckenschwarm herbei, der den Gegner in der Nähe mit Verkrüppelung belegt. Ich denke, dann nehmen wir hier die Sense. Das hört sich nämlich eigentlich ganz cool an. Also den Fokus. Holzfokus plus Lederbeutel, ein bisschen Klimperzeug und Erfahrung. So, jetzt sind wir aufgestiegen, Level 2. Und nee, sogar, hä? Ah doch, Level 2. Okay. Ja, und wir haben hier was im Postkasten. Ach so, das ist, weil ich hier Guild Wars 2 vorgebestellt habe, habe ich hier diesen komischen Ring bekommen, oder was das ist? Ne, so ein Band. Ne, doch, ist ein Ring, ja. Ausrüsten. Der gibt mir hier so ein bisschen plus 2 Kraft, Präzision und so weiter. Und den Holzfokus rüsten wir natürlich auch aus. So, jetzt seht ihr hier unten auch schon, dass ich hier jetzt einen 4. und 5. Skill dabei bekommen habe, die ich jetzt auch dann gleich noch freischalten werde. Verzehrt euren Blutinhalt. Ah, ich kann hier schon so einen Blutinhalt herbeirufen. Okay, dann mache ich das doch mal gerade. Präsentiert. Ja, da ist er schon. Und wenn ich mich jetzt heilen will, dann kann ich den quasi sterben lassen, um mich selbst zu heilen. So, der Typ erklärt uns jetzt die Map. Außerhalb der schwarzen Zitadelle. Auf Land, das wir von den Menschen zurückerobert haben. Von dort aus planen wir unsere weiteren Vorstöße Richtung Osten und Norden. Wir werden auf Widerstand der Flammenlegion treffen und mit einer askalonischen Geisterplage zu tun haben. Die Legion brauchen alle verfügbaren Kräfte. Auf euren Abenteuern werdet ihr magische Asura-Wegmarken finden, die ihr gegen einen kleinen Obolus benutzen könnt, um das Land rasch zu durchreisen. Ich bin sicher, ihr werdet viele anspruchsvolle Herausforderungen finden und eure Fertigkeiten verbessern. So, okay, also die hat uns hier gerade ein bisschen erklärt, was es hier zu tun gibt in dem Startgebiet. Hier ist so ein Teleporter, also so eine Wegmarke heißen sie ja. Da kann man sich, wie die gute Frau gerade schon gesagt hat, hin und her teleportieren in der Welt, kostet aber ein bisschen Kohle. Und ja, wir können uns jetzt hier aussuchen, was wir machen. Wir sollen einem, also mindestens einem Soldaten helfen. Da können wir zum Beispiel, also das sind diese Herzsymbole, ich zeige euch das mal nochmal gerade. Wir können also hier entweder dem Crucibis Feuerschweißer dabei helfen, die Waffenkammer zu leiten. Oder hier auf den Schrottplatz gehen, hier den Feritassee sichern oder hier gegen die Flammenlegion kämpfen. Ich denke, da gehen wir mal hin, das hört sich am coolsten an. Hier ist übrigens noch so eine Wegmarke, die ist aber noch nicht aktiviert. Wenn die aktiviert ist, sieht sie so aus wie diese hier, also dann leuchtet sie so blau und man kann dahin reisen. Hier steht ein Kaufmann, also hier ist alles schön eingezeichnet. Man kann hier auch stufenlos rauszoomen auf die ganze Map. Ist eigentlich ziemlich cool gemacht. Hier ist Krüter. Ah, da ist Götterfels.
Das ist die Hauptstadt der Menschen. Also die Stadt zumindest. Aber ich gehe mal davon aus, dass es die Hauptstadt ist. Hier kommen wahrscheinlich die Norn her. Aus den Zittergipfelbergen. Höhlbrak ist wahrscheinlich die Hauptstadt, denke ich mal. Ah, hier sind sogar die Level-Grenzen eingezeichnet. Also denke ich mal, dass das die Levelgrenzen sind. So 15 bis 25 ist hier empfohlen zum Beispiel. Hier oben ist es schon 70 bis 80. Ich weiß gar nicht, wie viele Level es gibt. Hier unten ist Ratazum. Das ist auf jeden Fall die Hauptstadt der Asura. Ruinen von Or. Kenne ich nicht. Ist wahrscheinlich High-End-Gebiet oder PvP oder so. Oder hier auf dem Feuerring PvP, keine Ahnung. Ja, egal. Das werden wir noch rausfinden. Hier sind die Waldkaskaden, das ist bestimmt das Gebiet der Silvari. Naja, so, gut. Zoome ich mal hier wieder rein. ja, würde ich sagen, gehen wir mal zuerst zu diesem Teleporter und dann zu diesem Herzimpuls da hinten. Hier ist der Teleporter ja schon. Wobei sind die großen Geschütztürme. So, jetzt haben wir den Teleporter aktiviert. Jetzt können wir weitergehen. Man bekommt hier sogar Erfahrung für das Erkunden der Gebiete. Was wollt ihr? Also man hat hier einiges zu tun. Auf jeden Fall, also zumindest gefühlt mal viel mehr als in Guild Wars 1 natürlich. Guild Wars 1. Da kann man irgendwie viel mehr machen hier, habe ich das Gefühl. Es gibt so einen Haufen kleine Nebenquests und so. Wobei die ja jetzt eigentlich nicht mehr Quests heißen, sondern irgendwelche dynamischen Events sind. Hier ist das nächste Herzsymbol, aber ich will noch eins weiter. Ah, da kann ich euch gerade mal noch da oben das zeigen, da wo diese Karte da oder dieser Brief oder was das ist, schwebt. Da können wir jetzt mal hingehen. Das ist nämlich so ein Aussichtspunkt. Das ist so ähnlich wie in den Assassin's Creed Teilen, wer die gespielt hat. Da gibt es ja auch immer diese Türme, auf die man draufklettern muss und sich dann oben umschauen kann, um das Gebiet und die Karte ein bisschen weiter zu erschließen. Und hier, das ist so ähnlich. Da gibt es nämlich auch so Aussichtspunkte, wo dann auch so eine kleine Kamerafahrt über das Gebiet kommt. Und wenn man das macht, dann bekommt man, glaube ich, auch Erfahrung und ja, kann diese Dinger quasi sammeln. Hier unten steht es auch schon, unentdeckter Ausblick. Und manchmal sind die relativ schwierig zu erreichen. Also da muss man dann irgendwo hoch springen und erstmal rausfinden, wie man da hinkommt. Dieser hier war natürlich ziemlich einfach, um mal zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und jetzt haben wir hier die schöne Kamerafahrt über diesen See. Und haben jetzt hier einen von 10 in den Ebenen von Ashford gefunden. So, und ich jump jetzt einfach mal da runter ins Wasser. Oh, scheiße, das war tiefer als ich dachte. Muss ich mich mal kurz regenerieren. So, ich habe jetzt gehofft, dass das Wasser hier ein bisschen tiefer wäre, dann hätte man da nämlich reintauchen können. Man kann ja jetzt in Guild Wars 2 auch tauchen. Und man kann ja sogar unter Wasser kämpfen. So, was ist das hier? Speer. Etwas über das Gebiet erfahren. Moment, ich werde hier gerade angegriffen. Kill ich diesen Typen mal gerade. Uiuiui, der zieht mir sogar noch ziemlich viel ab. Ich muss mal ein bisschen auf Abstand gehen. Oh, fuck. Aber der ist auch schon Level 4, der Typ hier. Ah, jetzt habe ich ihn aber noch gekillt. Das ist jetzt eigentlich auch ganz gut, dass es gerade passiert ist. Dann habt ihr nämlich mal gesehen, was passiert, wenn man kurz vorm Sterben ist quasi. Dann, ach, jetzt hätte ich mich in diese Form verwandeln können. Ja, habe ich jetzt vergessen. Also, was wollte ich sagen? Wenn man nur noch ganz wenig Leben hat, also wenn diese Leiste hier auf 0 geht, dann liegt man am Boden und kann dann mit ein paar Skills noch weiter kämpfen, und wenn man es dann schafft, in relativ kurzer Zeit noch einen Feind zu besiegen, dann steht man wieder auf und ist quasi nie gestorben. Und erst wenn man auf dem Boden liegt und sich nicht mehr
es nicht mehr geschafft hat, noch jemanden zu töten, dann ist man ganz tot und wird dann an einem anderen, am letzten Teleporter wieder auferstehen. So, hier ist jetzt die Quest. Helft Latera Schmerzsturm im Kampf gegen die Flammenlegion. Dazu können wir Mitglieder der Flammenlegion töten, ihre Geschütztürme zerstören und ihre magischen Geräte zerstören. Da ist zum Beispiel so eine Kraftquelle, das ist, denke ich mal, so ein magisches Gerät. Das kann ich jetzt hier deaktivieren und zack, haben wir hier ein bisschen Questfortschritt erreicht. So, hier sind so Feuerelementare. Ich weiß gar nicht, ob die zur Flammenlegion dazugehören, aber wahrscheinlich mal schon. Die sind auch schon Level 5, ey, die sind alle so hoch hier. Ich bin ja nur Level 2. Deshalb bin ich gerade eben auch wahrscheinlich gestorben. Also fast gestorben. Hier ist noch so ein Ding. Auch noch deaktivieren. Da hinten steht noch so eins. Jetzt werde ich hier schon wieder angegriffen von so einem Vieh. Wieso ist immer mein Blutunhold weg? Der kämpft darauf mit, oder? Hier kommt der Schmerz! Beschwöre ich den mal kurz. Ja, der kämpft auch mit. Boah, die ziehen mir ja viel zu viel Leben ab, ey. Die Level 5 Viecher da. Mal ein bisschen Ausweichrollen machen. Aber bei diesem sieht es jetzt doch ganz gut aus. Der hat jetzt zwar meinen Unhold gekillt, aber jetzt ist er erledigt. Und dann kann ich jetzt hier... Oh, was sind denn hier? Auf Level 5. Ich glaube, es wäre doch besser gewesen oder einfacher gewesen, wenn ich zu dem ersten Herz gegangen wäre und nicht zu dem hintersten. Aber wenn wir gegen starke Gegner kämpfen, bekommen wir ja auch bessere Erfahrung und besseren Loot, falls sie denn mal was fallen lassen. Was hier irgendwie relativ selten passiert. So, dann machen wir hier mal unseren Flächenangriff. Da ist gerade einer gestorben, den kann ich mal gerade wiederbeleben. Ach, das ist der Hund hier von dem einen. Okay, dann kann der das selbst machen. Das ist hier also ein Waldläufer, der hat hier so ein Fahnenhund-Junges dabei. Ich fühle mich erneuert. So. Greifen wir hier mal die Feuerlegion-Typen an. Boah, der ist schon Stufe 7, ey, das war keine so gute Idee. Mach ich mal hier kurz ab. Dann sollen die mal ein bisschen mitkämpfen. Wenn ich jetzt das nächste Mal kurz vorm Sterben bin, dann versuche ich mal in diese in diesen Todesschleier zu wechseln. So. Wie viele Flammenlegion-Typen müssen wir denn hier noch gehen? Ich gehe mal wieder ein bisschen näher zu dem Auftraggeber, also zu dem Herz. Wo steht denn alle? Unten steht er. So ein Geschützturm habe ich noch gar nicht gesehen. Hier sollen doch auch so Flammenlegion-Geschütztürme rumstehen. Da ist doch noch was. Der hier ist Stufe 4, das ist noch machbar. So, dann wechsle ich jetzt mal in diese Form. Okay. Was habe ich hier für ein Skill? Greift ein... Ach so. Je mehr Lebens... Und ich habe desto mehr Schaden macht dieser Skill. Boah, jetzt bin ich gleich wieder tot. Uiuiui. Ist ein bisschen blöd bei dem Nekromanten, dass ich hier, um mich zu heilen, erstmal so ein Blutunhold haben muss. Das dauert dann also länger als bei anderen Klassen, sich selbst zu heilen. So, jetzt müssen wir mal gleich hier die Quest fertig haben. Noch ein, zwei Typen erledigen und dann dürfte das gegessen sein. Und hier dieser Todesschleier lädt sich jetzt wieder auf. Zack.
Ja, okay, da ein Gegner noch und dann müssten wir hier... Ah, der baut hier schon Kupfererz ab. Dazu brauchen wir aber das richtige Werkzeug. Also das kann man nicht einfach so abbauen. So, meine guten Flammenlegion-Freunde, wo seid ihr denn? Da ist noch einer. Oh, hier, der ist tot. Ich will kurz wiederbeleben. Jetzt greift er mich hier schon an. Okay, das dauert zu lange. Nehmen wir uns erstmal wieder hier so ein Vieh dabei. So, jetzt kann ich den Typen hier wiederbeleben und jetzt haben wir hier die Quest abgeschlossen. Boah, wo kommt der denn jetzt her? Mensch, jetzt habe ich gedacht, ich hätte hier mal einmal kurz Ruhe. Aber ich bekomme hier Unterstützung von dem Badass Noob. Vielen Dank an den Badass Noob. Der hilft jetzt auch gerade dieser Fischerin. So, diese Fischerin ist also ein NPC, die können, also manche NPCs können also auch sterben, die man dann wiederbeleben kann und bekommt dann ein bisschen Erfahrung. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Karma bekommen, aber, ne, das haben wir noch gar nicht bekommen. Ah, das ist hier wahrscheinlich in der Post drin. So, zack. Ne, doch nicht. Okay, letztes Mal war das so, also bei meinem Elementarmagier war das so, dass wir da ein bisschen Karma bekommen haben, nachdem wir so eine Herzquest erfüllt hatten. Und, also ich, wieso rede ich die ganze Zeit in der Mehrzahl? Ja, egal. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Gehen wir mal wieder zurück hier zu dem Questziel. Das Grüne hier ist immer das Questziel. Wie weit ist denn das weg? Ach, das ist ganz da hinten. Auf dem Musterungsplatz. Okay, dann würde ich sagen, teleportiere, obwohl das lohnt sich nicht. Nee, dann laufe ich jetzt noch zurück zu diesem Dings. Mir fallen heute die ganzen Wörter nicht ein. Zu dem Tor hier am Anfang. Und dann würde ich sagen, was ist mit dem Part? Beziehungsweise mit dem Part ist es wahrscheinlich schon länger vorbei. Dürfte wahrscheinlich schon Part 3 oder 4 sein sogar. Ich denke mal eher 3. Aber dann mache ich mal einen Aufnahmestopp. Und ja, ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, was ich denn noch so alles machen soll, wo ich als erstes hingehen soll. Und ja, das finde ich übrigens auch ziemlich cool, dass man hier weiterlaufen kann. Während die Map auf ist, dann kann man sich sogar bewegen. Also ich kann jetzt hier auch links und rechts laufen und sehe das dann direkt auf der Map. Das ist ziemlich cool. Das geht in den meisten anderen Spielen ja nicht, dass man gleichzeitig die Map auf hat und laufen kann. So. Zack. Da hinten wollte ich hin, an dieses Tor hier. Wie nennt man das? Portal. Das Wort hat mir gefehlt. So, dann stelle ich mich mal hier mal kurz neben dran und würde sagen, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Part. Bis dahin. Ciao.